Ja, der Gutshof wurde 1908 von der Familie Gütermann erbaut und stand die letzten Jahre nahezu vollständig leer und das mitten im Ortskern. Das bot natürlich unglaublich Potenzial an aktuellen baupolitischen Themen, wie die Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum, die Integration von geflüchteten Menschen. Wir haben hier eine gemeinschaftliche Heizanlage, die über 60 Wohneinheiten mit Biomasse, mit Energie versorgt. Wir befinden uns hier im Highlight, dem historischen Pferdestall. Daraus haben wir ein Bürgertreff gemacht. Hier finden Familienfeste statt, Konzerte und von der Kinderbetreuung bis zum Seniorennachmittag, sodass für jeden aus dem Ort was dabei ist. Dass dies alles möglich wurde, verdanken wir der KfW-Bank. Wir haben hier zwei Programme kombinieren dürfen. Ich bin der Meinung, Projekte dieser Größenordnung müssen einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten. Der Gutshof in Gutach ist einfach ein geiles Gebäude.